Ich bin Fabian Senholz und spiele hauptsächlich für Tim Bensko. Mit Tim, also es kam eigentlich so, dass ich angesprochen wurde von Tims Gitarristen, als Tim noch gar nicht berühmt war, als Tim noch nicht mal einen Plattenvertrag hatte, als er einer von 1000 Sängern aus Berlin war. Und der Gitarrist kannte mich auch nur so vom Hörensagen über einen gemeinsamen Freund. Hat gesagt, wir haben Gutes von dir gehört, lass mal zusammen spielen. Ich habe gesagt, ja, zeig mal, was habt denn? Und fand die Songs geil, fand Tims Stimme geil. Und es ist dann trotzdem, weil ich noch in Mannheim wohnte und die alle in Berlin waren, nicht so richtig dazu gekommen. Aber als es dann plötzlich einen Plattenvertrag gab, hat Tim angerufen und gesagt, hey, du hattest schon Bock drauf, als es den noch nicht gab. Willst du nicht mal kommen und die Platte einspielen? Und da haben wir uns dann richtig auch musikalisch kennengelernt, persönlich, und es hat irgendwie sofort gefunkt und gepasst. Also eigentlich war es mir wichtiger, da einfach mich irgendwie ausdrücken zu können auf der Bühne und das Leuten zu präsentieren. Damit berühmt zu sein, klar spielt es, also ich glaube, das spielt bei jedem irgendwie so ein bisschen eine Rolle und spielt bei mir auch eine Rolle, aber da hängt es irgendwie nicht von ab. Also das ist total geil, wenn das passiert, aber das ist nicht so das. Ich will jetzt berühmt sein und das ist mein Ziel.